Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von F1 2021 und zum nächsten Rennen hier in Baku in Aserbaidschan beim Highspeed Stadtkurs. Eine sehr, sehr lange Start- und Zielgerade führt uns hier in die erste Linkskurve rein und dann, ja, freue ich mich wirklich, nicht nur, weil ich in Monaco ein wirklich gutes Rennen gefahren habe, 10. Platz für meine Verhältnisse bei dieser Strecke. Und jetzt freue ich mich auch auf Aserbaidschan, auf Baku. Hier kann man nämlich schön überholen, hier kann man richtig schön viel Speed geben und vielleicht auch wieder in die Punkte fahren. Das kommt ganz drauf an, wie ich mich jetzt hier im Blitzqualifying schlage. Momentan sieht es ganz gut aus. Aber ihr wisst, vorne die Konkurrenten Hamilton und Bottas, die fahren uns halt momentan alle so ein bisschen in Grund und Boden. Aber das hat gar nichts zu heißen. Wir können ja immer noch im Rennen gegebenenfalls aufholen. Ah, wenn wir dann nicht hier so grottig fahren würden, 14. Platz. So schnell können wir also auch hinten landen. Aber das ist gar nicht verkehrt und gar nicht schlecht, weil dann können wir mehr überholen. Können wir mehr DRS verwenden und so weiter und so fort. Von daher, ich sehe das jetzt gar nicht so schwarz, dass wir vorne Hamilton und so weiter nicht kriegen. Das war schon von vornherein klar. Auch hier habe ich wieder so ein, zwei kleinere Stellen, die ich nicht so gut hinkriege. Aber das kann ich hoffentlich anders wettmachen. Vielleicht auf Start und Ziel. Da ist, war ich eigentlich ganz gut unterwegs im Training. So, jetzt geht es in die letzte halbwegs scharfe Linkskurve und dann geht es ab auf die längste Start- und Zielgerade gefühlt im ganzen F1-Kalender. So, einmal noch leicht links, leicht rechts rum und jetzt geht es wirklich nur geradeaus bei Geschwindigkeiten über 310 km/h, mit DRS sogar nochmal ein bisschen mehr. Ihr werdet das jetzt sehen, an die 330 km/h ran, fast 340 und das wird zu einem, ja, wieder 12. Platz reichen. Ähnlich wie in Monaco, also im Mittelfeld des Rennfeldes. Und ja, ist doch ganz gut. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Bottas und Max Verstappen. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Und die Überholmanöver, die es in Monaco nicht gab, die wird es hier, glaube ich, aber ja, in Massen auf jeden Fall geben. Hamilton und Bottas wieder vorne, dann dahinter die Konkurrenz, alle sehr eng beieinander und für uns war auch definitiv mehr drinne, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Aber ich bin jetzt umso gespannter wie ein Flitzebogen aufs Rennen, deswegen lasst uns ganz schnell reinstarten. Auf geht's! Wir haben ein paar Punkte gesammelt. Bleib dran und arbeite auf eine weitere Platzierung unter den besten 10 hin. Das ist auf jeden Fall realistisch. Also wenn ich so einen ähnlich guten Start hinkriege wie in Monaco, dann denke ich, sind auch heute wieder Punkte möglich. Mal gucken, wie viele. Die alternative Strategie, die gefällt mir eigentlich ein bisschen besser. Ich wollte schon im letzten Part, habe ich mir so spontan überlegt, dann hinterher leider erst, warum bin ich nicht mit harten Reifen losgefahren und wäre dann so lange draußen geblieben, bis es halt nicht mehr ging. Dasselbe würde ich vielleicht heute auch machen, dass ich mit Mediums losfahre und dass ich dann auf die harten wechsle. Ist vielleicht riskant, das kann völlig in die Hose gehen, das kann aber auch perfekt aufgehen, wenn ich gute Rundenzeiten hinlege. Deswegen will ich jetzt heute mal die zweite Strategie aus, ich riskiere mal ein bisschen. Wünsche euch viel Spaß beim Zugucken, ich wünsche mir viel Glück, vor allem in der ersten Runde, dass wir nicht so viel ja, Unfälle bauen. Und dann schauen wir mal, wie gut wir hier ins Rennen reinstarten und wie gut dann auch das Rennen am Ende wird. So, die erste Kurve, unfallfrei überstehen, ja, vorne haben sie sich auch im Griff, hoffe ich. Nicht, dass die nachfolgenden Autos hier Schaden erleiden. Vettel, Achtung, Aston Martin neben Aston Martin und Tsunoda vorbei an uns. Hinter Gasly, seinem Teamkollegen. So, und jetzt heißt es halt für uns Windschatten mitnehmen, sofern es halt geht, so gut es halt geht. Hinter Tsunoda bleiben, ganz, ganz wichtig. Oh, da stößt Alonso uns hier rechts einfach mal ein bisschen an. So, und ich bin halt jetzt gespannt, wie das mit den Mediums funktioniert. Ob es so klappt, wie ich mir das vorstelle, das wäre echt ein Five-Head-Move von mir. Aber meistens geht das halt in die Hose, wenn ich sowas vorhabe. Aber ich lasse mich überraschen. Wenn ich am Ende Erster stehe, habe ich alles richtig gemacht. Was ich am Ende, denke ich, aber nicht werde. Naja, wir schauen jetzt erstmal. Die ersten Runden gut durchstehen. Und dann, wenn es halt soweit ist, vielleicht haben ja noch ein paar andere Leute diese Strategie gewählt. Und dann stehen wir halt nicht alleine da. Das sieht erstmal richtig gut aus. Und jetzt halt bin ich gleich auf diese Start-Ziel-Gerade. Da bin ich echt gespannt. Da wird es hoffentlich ein paar Überholmanöver geben. Vorne zu Noda gegen Gasly. Ja, die gehen sich da auch gegenseitig so ein bisschen auf den Sack. Tut uns vielleicht auch ganz gut. So können wir uns ein bisschen einschalten. Bisschen im Windschatten.
Geschwindigkeit mitnehmen. Ja, nicht ganz so gut genommen. Und jetzt halt auf die lange Gerade. Die haben halt Soft vor uns. Die haben schön viel Grip. Den haben wir nicht so, aber dafür können wir länger draußen bleiben als die anderen. So, Alonso, der wird es leider schaffen, uns zu überholen. Ja, müssen wir ihn leider vorbeilassen. Alpine, er zieht vorbei. Wir bleiben trotzdem mal hier innen. Oh, das wird haarig. Oh, Gasly muss schon rein. Oh, oder war das ein Unfall? Nee. Ich glaube, der musste schon in die Boxengasse rein. Spät bremsen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ganz schön riskant. Also, später gebremst. Alonso auch an Tsunoda vorbei. Aber warum Gasly da jetzt gerade rein musste in die Boxengasse? Wahrscheinlich hat er sich mit Tsunoda irgendwie was eingefangen, würde ich jetzt auf den ersten Blick sagen. Alonso probiert's. Ich bleibe aber trotzdem weiter hier außen. Versuche innen ganz früh einzulenken. Ah, nee, das ist riskant. Aber jetzt haben wir hier wieder die Innenbahn. Hier können wir wieder zumachen. Ja, sehr, sehr spannend. Diese zwei Kämpfe will ich doch. Genau das ist der Grund, warum ich hier gerne Formel 1 fahre. Und gerade auf so Strecken bietet sich das halt an, ne? Viel Platz zum Überholen. Highspeed, den du hier geben kannst. DRS-Manöver, die es dann in den nächsten Runden auf jeden Fall dann auch geben wird. Und eine Rennstrategie, die mir vielleicht, ja, die ein oder anderen Punkte heute geben wird. Ganz, ganz knapp, aber sehr gut genommen. Alonso erstmal eine Sekunde hinter uns. Das heißt, er kann auch nicht so gut in den Windschatten fahren. Und wenn ich halt irgendwann näher dran bin an den beiden Aston Martin, vielleicht gewährt mir das Spiel DRS. Aber auch nur vielleicht. Die Motoren sind eigentlich noch gut in Schuss. Meine ganzen Komponenten, die habe ich gut im Griff. Irgendwann wird da auch ein Wechsel stattfinden, aber jetzt zurzeit nicht. So, Abstand gewonnen, sehr gut. Die Kurven hier auch perfekt genommen und jetzt geht es halt wieder mit 340 Stundenkilometern. Ey, da darfst du dein Lenkrad nicht verziehen, sonst hast du großes Problem. Das machst du dann auch nur einmal. Verstappen mit der schnellsten Runde. Die anderen bleiben auch noch draußen. Es ist ja noch Zeit bis zum ersten Boxenstopp. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone bist. Ja, momentan können nur die hinteren Autos sich gegenseitig mit DRS nach vorne pushen. Stroll auch gegen Vettel. Vettel auch gegen seine Konkurrenten da vorne. Und ich sehe gerade, es ist kein Mercedes vorne. Ist das richtig? Habe ich das richtig gesehen? Oder täuscht einfach nur die Farbe? Egal, ich sollte mich mehr hier drauf konzentrieren, auf das Rennen, was auch wieder gut läuft. Also wir vergrößern unseren Vorsprung. Wir kommen aber auch ein bisschen näher an Stroll dran, habe ich das Gefühl. Jetzt sind es nur noch 1,9 Sekunden. Also wir steigern uns. Klar, auch mit den neuen Komponenten, die wir eingebaut haben. Die müssen sich ja auch irgendwann mal bezahlt machen. Ich gebe ja auch schließlich viele Ressourcenpunkte dafür, ne, aus. So ist es ja nicht. So, das sieht sehr, sehr gut aus. Und da vorne sind sie doch schon in Schlagdistanz. Tsunoda jetzt an Alonso vorbei. Der ist halt 2 Sekunden hinter uns. Das heißt, noch haben wir alles unter Kontrolle. Achtung. Ich gebe jetzt Gas, weil ich gehe, glaube ich, als einer der späteren Autos rein in die Boxengasse. Und von daher muss ich zusehen, dass ich hier ein bisschen Sekunden gewinne. Und hoffentlich mal die richtige Strategie gewählt habe und auch mal ein bisschen Glück habe. Und ich dadurch vielleicht auch ein, zwei Plätze gut mache. So, und wieder die lange Gerade. Über 320 km/h. Ihr habt ja gesehen, im Blitzqualifying mit DRS wäre es noch ein bisschen mehr gewesen. An die 340 ran. Wow. Du bist jetzt in den Top 10. Weiter so. Ja, das ist eigentlich mein Primärziel. Erstmal so peu à peu. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber irgendwann will ich natürlich auch ein bisschen höher hinaus. Aber erstmal kleine Brötchen backen. Vorne gibt es Überholmanöver. Oder versuchte Überholmanöver. Das könnte auch unsere Chance sein. Vielleicht, wenn Stroll und Vettel sich da nicht so einig werden. Und ich die Kurven hier gut nehme. Achtung, nicht so nah ran. So, da vorne ist Stroll nämlich schon in Schlagdistanz. 1,8 Sekunden. Tsunoda lassen wir immer weiter hinter uns. Ja, schlechter erster Sektor. Hier bin ich nicht gut über die Curbs gefahren. 1,5 Sekunden. Es wird näher. Wir kommen dem Ganzen schon näher, so ein bisschen. So, Stroll, da ist er doch schon. Und vielleicht können wir auch DRS schon anwenden. Klingt immer wie so eine Pokémon-Attacke. HSPP, setze DRS ein, alles klar. So ganz rankommen werden wir nicht, aber mal gucken. Vielleicht dann spätestens in der nächsten Runde.
Es macht einfach Spaß. Also auf solchen Strecken zu fahren, das macht halt einfach mega, mega Laune. Jetzt könnt ihr vielleicht auch verstehen, warum ich in Italien auch so gern fahre. Belgien auch, vor allem Eau Rouge hoch. Da kann man halt richtig schön Speed geben. So, und jetzt sind wir 0,8 Sekunden hinten. Noch sind wir nicht im DRS-Fenster. Ich glaube, das reicht noch nicht ganz. Nee, es reicht leider noch nicht ganz. 1,1 Sekunde, 1,2. Aber vielleicht können wir ja so ein bisschen Windschatten mitnehmen. Na, es fährt noch keiner in die Boxengasse rein, oder? Ich sehe noch keinen drin. 5 Runden sind gefahren und jetzt aber. Es könnte in der Runde soweit sein, dass ich DRS kriege. Wenn ich weiterhin so gut und so konzentriert hier fahre, ganz entspannt. Oh, und der Dreher. Da war er. Der hat mir gefehlt, aber ich habe das gut gemanagt. Wenig Sekunden verloren, das ist gut. Musst du sofort gegenlenken, sonst hast du verschissen. Weil ich halt auch diese Banden sehr gerne wieder enger nehme. Achtung, die Curbs, genau, da nicht so intensiv drauf. Ich sehe sie ja, also ich könnte sie quasi schon wieder überholen. So gefühlt sitzt sie schon wieder auf dem Beifahrersitz. Und Alonso versucht halt an Tsunoda vorbei zu kommen. So, komm, und im besten Fall haben wir jetzt halt gleich DRS auf dieser langen Geraden, wenn ich hier vernünftig fahre, 0,8 Sekunden. So ein schmaler Grat jetzt gerade. Ich fahre auch nicht gut. Die ersten Runden waren besser. Weil ich jetzt halt wieder ein bisschen mehr riskiere. Deswegen fahre ich, glaube ich, ein bisschen ja, unvorsichtiger oder ein bisschen ja, riskanter auch über Curbs und so weiter drüber. Aber ich glaube, das reicht immer noch nicht. Nee, reicht ganz knapp nicht. 1,0. Oder vielleicht doch. Schauen wir mal, 1,1 Sekunde. Nee, reicht leider nicht. Aber Vettel ist auch an Sainz vorbei. Sainz ist jetzt Achter. Die ersten sind schon in der Boxengasse drin. Vielleicht fahren die anderen jetzt auch. Das ist nämlich deren, ja, Strategie. Teamkollege ist drin. Und jetzt bin ich halt gespannt. Oh, Achtung, hier gibt es irgendwo einen Unfall. Gelber Sektor, ist einer ausgeschieden? Nee. Und Räikkönen, da ist doch schon der erste Ausfall. Räikkönen beim Einfahrt in die Boxengasse. Da steht er. Da steht sein Bolide. So, und jetzt ist halt der Nachteil klar, dass wir nach allen anderen raus oder reinfahren. Fünfter Platz müssen wir genießen, aber dabei wird es halt leider auch nicht bleiben. Wenn ich am Ende wieder Zehnter werde, vielleicht wenn der Boxenstopp schnell funktioniert, das ist auf jeden Fall machbar. Wenn wir uns hier ein paar Sekunden rausfahren, dann müssen wir jetzt aber auch mal bisschen mehr Gas geben hier. Nicht so unvorsichtig fahren. Genau, nicht so unvorsichtig fahren. Und halt auch endlich diese verflixten engen Kurven hier ein bisschen besser nehmen. Sodass ich halt auch dranbleibe. So, 0,9 Sekunden. Sainz, da hätte ich DRS, aber ich werde es auch, glaube ich, nicht kriegen. 0,9 Sekunden. Ja, das sieht jetzt gut aus. 0,7 Sekunden. Da müsste ich jetzt eigentlich gleich DRS bekommen. Ja, das sollte reichen. Und lang für DRS. So, Sainz davor Vettel. Jetzt wird es interessant. Ich glaube, die beiden gehen rein. Aber DRS würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt wird es interessant. So, jetzt aber. Im Windschatten bleiben. DRS füllt sich auf. Da ist es. Da kommt es schon. Und zack. Und rein damit. Ich fahre mal ein bisschen rechts. Ich glaube, beide fahren rein. Okay, beide fahren rein. DRS nehme ich mit. Bottas und Sergio Perez sind auch drin. Heißt bislang aber P1 für uns. Erster Platz. GG. Und jetzt heißt es halt Gas geben. Run, Boy, run. Jetzt muss ich mir halt den Vorsprung rausfahren, den ich leider nicht bekommen werde. Denn ich werde halt spätestens in einer Runde reinfahren. Und dann werden mindestens mal 9 Autos an mir direkt vorbeifahren. Wenn nicht sogar mehr. Also es könnte auch sogar sein, dass ich mich mit der Strategie ein bisschen verzockt habe. Aber gut, ich sage auch immer, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. No risk, no fun. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja noch ein paar Leute, die dieselbe Strategie haben wie ich. Die dann auch so ein bisschen in die Röhre dann schauen. 4,7 Sekunden. Auf jeden Fall hat Verstappen jetzt die schnellste Runde. Ocon zum Beispiel hat da oben auch nichts zu suchen. Also es gibt wohl noch ein paar andere. Ja, zum zweiten Mal die Strecke überschritten. Da müssen wir jetzt echt aufpassen.
Also eine Zeitstrafe zu riskieren wegen so einem Scheiß, auf Deutsch gesagt, will ich jetzt auch nicht. Aber dann wissen wir ja, wenn diese Strategie nicht geklappt hat, dass wir die nicht mehr machen. Dass wir auch so wie alle anderen reingehen, dass wir uns halt am Anfang die Plätze wieder zurückholen. Aber ich fahre auch heute wieder, ich möchte mich ja nicht selber loben, aber ich fahre echt gut. Also gibt nichts zu mäkeln. Klar, dieser eine Dreher da in Kurve 2 oder so, das kann immer mal passieren, sollte aber nicht passieren. So, und wieder auf die lange Gerade. Verstappen tauscht mit Alonso, der war zum Beispiel auch noch nicht drin. Oder war der schon drin? Das kann ich mir nicht vorstellen. Hamilton dann auf der 2, 5,4 Sekunden, jetzt ist es gleich soweit, oder? Wie sehen denn meine Reifen aus? Obwohl... Box, wir kommen diese Runde rein. Eigentlich sind die noch gar nicht so verbraucht, ne? Eigentlich, theoretisch, könnte ich auch noch weiterfahren. Aber die Scheiße ist halt, dass ich direkt abgebremst werde in der Box. Also ich würde auch riskanterweise noch ein bisschen länger draußen bleiben. Das ist halt die Idee, warum ich nicht mit harten Reifen losgefahren bin. Aber das kannst du halt vorher nicht wissen. Naja, wir schauen gleich, wie es sich auswirkt, meine Strategie. Ob es was bewirkt hat, ob wir auf einer höheren Platzierung rausfahren oder ob wir halt Zehnter werden. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. So, jetzt hier aufpassen. Nicht über die Grenze hinaus. Okay, 4,9. Da haben wir ein bisschen doof gebremst. Ah, und hier komme ich halt schlecht rein. Wenn du am Anfang schon scheiße reinkommst, fährst du auch scheiße raus. Ist leider so. 4,4 Sekunden. Also noch können wir uns mit den anderen natürlich nicht messen. Wie gesagt, ein 10. Platz ist super. Platz in den Punkten, das nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Aber man nimmt natürlich auch gerne, ne, wenn es besser geht, das Bessere mit. Aber das Bessere muss leider noch ein bisschen auf uns warten. Jetzt fahren wir halt jetzt in die Box rein, werden ein bisschen langsamer durch die harten Reifen. Schade, vielleicht hätte ich da halt Soft drauf machen können. Muss ich nächstes Mal gucken, ob ich vielleicht eine individuelle Strategie mache. So, jetzt auf jeden Fall erstmal rein in die Boxengasse. Schnell die harten Reifen holen und dann gucken wir mal. So, hier nicht mit 100, mit 300 km/h rein. Und jetzt fahren sie halt alle nach und nach an uns vorbei. Aber vielleicht kriegen wir ja einen schnellen Boxenstopp hin. Kommt Jungs, beeilt euch. 2,5, sehr gut. Lando Norris fährt schnell zur Rundenzeit, alles klar. Und vielleicht haben wir ja Glück. 8., 9., 10. Platz sind wir, da kommen die anderen rum. Vettel. Und Sainz. Achtung, vor Sainz. Ja, wir schaffen es. Vor Sainz raus. Vor Sainz. Also 10. Platz, sehr gut gemacht. Vettel jetzt vor uns und jetzt Sainz mit DRS. Ja, er versucht vorbei, aber das ist riskant, was er da macht. Das schafft er nicht. Da muss er jetzt bremsen. Oh, sonst muss ich ganz außen lang. Oh, knapp. Das ist ein knappes Höschen hier. Ja, leicht gedreht, aber wir schaffen es. Das wird jetzt halt haarig gegen Sainz, sich zu verteidigen im DRS. Das kann gut gehen. Vorne an Vettel, ob ich da rankomme, weiß ich nicht. Kommen wir mit dem Benzin noch raus? Könnte gut gehen. Hier muss ich halt aufpassen, dass ich hier keine Strafe kriege, sonst kann ich die Punkte auch vergessen. So, jetzt hier ein bisschen besser reinfahren. Ja, das sieht besser aus. So, aber jetzt auf Start und Ziel, da wird Sainz, denke ich, an uns vorbeifahren. Vielleicht auch schon vorher. Ne, vorher wird er es nicht machen. Die beiden Aston Martins da vorne. Das war auch nicht gut genommen so. Und jetzt halt der Angriff von Sainz. Der wird auf jeden Fall kommen. Verteidigen können wir uns dagegen nicht. Wir können nur in seinem Windschatten dann wieder bleiben. So, er wird DRS wahrscheinlich jetzt gleich verwenden. Ich fahre hier erstmal innen lang. Versuche ihm mal so ein bisschen die Tür zuzumachen. Er fährt links vorbei. Ja, soll er ruhig machen. Dann ziehe ich hier innen wieder vorbei und bremse ein bisschen später und quetsche mich hier durch. Oh, ganz knapp, ganz knapp. Das ist auch ganz riskant, was ich jetzt hier mache. Ich riskiere jetzt einen Ausfall, aber es hat gut geklappt. Beide Überholmanöver sehr riskant. 9. sind wir jetzt. Ach, wir sind 9. Ist noch einer reingegangen? Oder habe ich... Ah, Raikön ist ja ausgeschieden. Vielleicht dadurch. Ha.
Vielleicht haben wir dadurch auch wieder eine Position gewonnen. So, und jetzt noch 3 Runden verteidigen gegen Sainz. Boah, wie soll ich das denn hinkriegen? Tsunoda dahinter. Okay, das ist erstmal egal. Oh, aber das ist hier nicht egal. Oh, fahre ich schlecht. Das war richtig schlecht genommen. Aber Sainz auch nicht viel besser. Vielleicht könnte Tsunoda dem nochmal so ein bisschen auf den Sack gehen. Der ist auch nah hinter ihm. Der hat da also auch Probleme. Sehr gut genommen. Das sind doch, wie gesagt, die Zweikämpfe, die ihr sehen wollt. Oder die ich auch sehen will, die ich haben will. Dafür fährt man Formel 1. Und wenn wir 9. werden, dann ist das schon mal eine Verbesserung gegenüber Monaco. Logischerweise, ne? Von 10 auf 9. Und Tsunoda vor allem. Tsunoda wird jetzt auch gleich DRS kriegen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,4 Sekunden. Na gut, die kann ich vergessen. Aber Sainz muss auf Tsunoda gucken. Und ich muss auf Sainz und Tsunoda gucken. Auf beide gleichzeitig. So, machen wir dasselbe Spielchen nochmal. Lassen wir Sainz erst an uns vorbeiziehen. Diesmal macht das auch früher. Wahrscheinlich. Jetzt muss ich gucken, wo er vorbeizieht. Links wird er vorbeiziehen. Ja, soll er machen. Schon mal ein bisschen früher. Aber ich ziehe hier innen vorbei. Oh, das war auch ganz knapp. Da zieht er rechts rüber, bleibt aber noch links in der Phase, wo ich bremsen will. Es geht, solange das 2 Runden noch so gut geht, bin ich zufrieden. Dann können wir das gerne so weitermachen. Aber wehe, ich bremse einmal zu spät oder ich fahre ihm hinten drauf. Und Tsunoda ist jetzt gegen Sainz an der Reihe. Mein Gott, Überholmanöver, Überholmanöver. Ich bin halt so zumindest der Einzige hier in dem Feld jetzt, der harte Reifen hat. Alle anderen haben Mediums. Diese Kurven hier, die muss ich halt extra vagant und richtig gut nehmen. Da kann ich ein paar Sekunden gut machen. Achtung, jetzt hier eine Engpassage, da wird Sainz nicht überholen, vergiss es. Ich will ihm Tsunoda so ein bisschen mehr auf den Hals setzen. Dass der auch genervt ist von dem, aber ich bin von beiden genervt. Oh, Sainz versucht es jetzt sogar schon. Achtung, innen vorbei. Achtung, oh. Ich mache da immer die Augen zu, weil ich denke, jetzt kracht es gleich. Jetzt sitzt gleich irgendeiner in der Bande drin, ne? Hier gut rauskommen und weg. 0,7 Sekunden. Ja, er ist ein bisschen weiter weg. Vielleicht schaffen wir es diesmal, uns zu verteidigen. Weil Tsunoda jetzt Sainz überholt. Die beiden, guckt euch das an. Sainz ist aber auch an mir dran, aber er wird es nicht schaffen. Tsunoda an Sainz vorbei. Oh weia, und jetzt Tsunoda gegen uns. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 7. Jungs, lasst mich bloß in Ruhe hinter euch. Macht da keine Scheiße. So, und jetzt ist Tsunoda an Sainz vorbei. Jetzt hat der Ferrari Probleme. Er ist nämlich raus aus den Punkten. So, und Lando Norris, der sammelt vorne auch fleißig Punkte für unser Team. Jetzt müssen wir uns gegen den Japaner verteidigen. 2 Runden haben wir noch. 2 Runden müssen wir hier noch durchhalten. Wir haben es gut geschafft gegen Sainz. Deswegen schaffen wir das jetzt auch gegen Tsunoda. Ich bin ja jetzt einfach mal so zuversichtlich und gebe das als Ziel aus, dass wir uns diesen Platz nicht mehr nehmen lassen. Gut genommen. Keine Verwarnung hier riskieren. 2 Ermahnungen haben wir nämlich schon. Eine 3. können wir uns nicht leisten. Dann gibt es Zeitstrafe und dann ist der Platz unter den Punkten weg. Oder der Platz in den Punkten. So muss man das sagen. Oh Mann, Tsunoda, ey. Jetzt mache ich hier extra die Innenbahn zu. Oh, knapp, die Curbs. So, und jetzt auf der langen Geraden. Oh Mann, Tsunoda wird es an uns vorbeischaffen. Vielleicht auch jetzt sogar schon. Vielleicht wäre es gar nicht verkehrt, ihn vorbeizulassen. Dann können wir nämlich DRS erhaschen von ihm. Achtung, Reifen an Reifen. Oder gibt er Kleinbein? Nee, gibt dann nicht. Oh, da wäre ich fast gegen. Deswegen, ich musste bremsen, sonst wäre ich dagegen gehuscht. So, aufgepasst, jetzt Tsunoda vor uns. Auf der 9 gegen Sainz, dahinter auf der 11. Wir kriegen leider kein DRS, nur Tsunoda und Sainz. Das wird ganz, ganz knapp. Ah, ich mach's eng für den Japaner. Letzte Runde, komm, wir müssen uns noch einmal gegen die beiden verteidigen auf dieser langen Start und Ziel. Das wird jetzt nochmal
ein Herzschlagfinale um die Punkte, um Platz 9, 10 und 11. Wir haben momentan den Vorteil. Dahinter wartet aber noch ein Williams. Oder ein Alpine, weiß ich nicht, kann ich nicht erkennen. Auf jeden Fall wartet hier jetzt ein Japaner, ein hungriger Japaner, der vorbei will. Das ist auf Messers Schneide, wirklich. Das ist ein Tanz auf der Rasierklinge mal wieder. Aber mit Rasierklingen und Klingen generell kennen sich ja Japaner gut aus. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 8,6 Sekunden. Ja, die waren schon von Anfang an weg. Jetzt geht es wirklich um die hinter uns. Oh, Tsunoda hat federn lassen. Okay. Warum auch immer. Tsunoda hat federn lassen. Sainz auch ein bisschen dahinter. Also mit viel, viel Glück bekommen die gar keinen DRS mehr. Also Tsunoda gegenüber mir. Das heißt, er müsste sich dann gegen Sainz verteidigen. Wir wären fein raus aus dem Schneider. Sieht so aus. Also was immer da passiert ist, Tsunoda hat federn lassen. Das heißt also, wir können unser Auto auf dem 9. Platz nach Hause fahren. Und dann, ja, anstatt einem Punkt, zwei Punkte nach Hause bringen. 1,6 Sekunden, das wird er nicht schaffen. Jetzt wird es halt nochmal spannend zwischen Sainz und Tsunoda, ob der das schafft. Hamilton gewinnt auch das Rennen in Aserbaidschan. Und wir holen einen überragenden 9. Platz. Wenn ich jetzt hier keine Scheiße baue in den letzten beiden Halbkurven. Ja, das hat gut geklappt. Und jetzt fahren wir ins Ziel rein. Und jetzt hinten bin ich gespannt. Sainz gegen Tsunoda. Wer wird es schaffen? Schafft Ferrari es nochmal vorbeizukommen auf den letzten Metern? Es sieht sehr danach aus. Da ist die karierte Flagge. Wir sind auf jeden Fall Neunter in Aserbaidschan. Holen weitere Punkte. Ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Sehr, sehr gut. Überragend. Das war der Sieg in Aserbaidschan. Großartige Arbeit vom gesamten Team hier und natürlich auch zu Hause in der Fabrik. Und last but not least, eine perfekte Fahrerleistung. Stefan, sag mir, was hat Ihnen heute dabei geholfen, diesen Erfolg zu verwirklichen? Ich denke, es war deutlich, dass der Hauptfaktor auf der Strecke die Geschwindigkeit war. Es klingt nach einer furchtbar vereinfachenden Aussage, aber schnelle Autos gewinnen Rennen, Heiko. Und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Dieses Resultat verringert den Abstand zwischen dem Führenden der Meisterschaft und dem Rest des Feldes. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Ich muss sagen, dass Sebastian Vettel mich heute mit seiner beeindruckenden Fahrweise echt gefesselt hat. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Vor allem ein wildes Rennen geradezu, ja, zum Ende hin. Als es dann zwischen Tsunoda, Sainz und uns um Plätze 19 und 11 ging. Sainz hat es nicht mehr geschafft, Tsunoda zu überholen. Der hat also den 10. Platz ins Ziel gerettet. Sainz von der 6 auf die 11, ganz schlechtes Rennen gefahren. Wir von der 12 hoch. Können wir gerade mal gucken hier. Oben hat sich halt nichts verändert. Da dominiert weiterhin Mercedes, dazwischen Red Bull hinten. Ausgeschieden ist nur Kimi Räikkönen. Wir gucken mal gerade drauf. Rennleitung, Ereignisse. Ach, hier gab es mehrere. Ah, eine Kollision verursacht. Zweimal sogar, mit Norris und mit Stroll, deswegen muss er wahrscheinlich am Anfang schon rein. Zweimal habe ich die Streckenbegrenzung überschritten und Kimi ist mit mechanischem Versagen ausgeschieden. Boxenstopp, die sind wie gesagt alle mit Soft gestartet, sind dann auf Mediums gewechselt. Nur hier unten, Alonso und Ocon, Alpine, sind auf Mediums gestartet, haben auf Soft gewechselt und wir waren tatsächlich der einzige Fahrer, der auf die harten Reifen gewechselt ist. Ja, hat das jetzt was gebracht oder nicht? Ich weiß nicht, ob wir anders abgeschnitten hätten natürlich, wenn wir die andere Strategie genommen hätten. Aber diese Strategie hat uns zwei Punkte gebracht. Und wenn wir mal auf die Rangliste drauf schauen, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber drei Punkte immerhin auf dem 12. Platz gefallen. Lando macht oben einen richtig guten Job. Vierter in der Gesamtbewertung vom Team. Also besser geht's doch gar nicht. Jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht auch mal die Chance haben, in ein Interview reinzugehen. Und dann sehen wir uns gleich in der Zentrale nochmal wieder. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Was würden Sie sagen, wer ist zurzeit Ihr größter Rivale?
Haha, unser erstes Interview. Ja, wer ist denn unser Rivale? Also Lance Stroll, Sebastian Vettel, Ocon, Alonso? Ich glaube, wir nehmen lieber einen Fahrer, wo wir, oder dem wir überlegen waren in den letzten Rennen. Also entweder Ocon oder Alonso. Wir machen mal Alonso. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Es war großartig, der Wagen lag immer gut auf der Strecke. Der Wagen ist leicht und wendig, das war ein Kinderspiel. Unser Motorenvorteil ist uns hier wirklich gelegen gekommen. Ja, besonders halt auf der langen Geraden, ne? Aber ich würde sagen, es war großartig, der Wagen lag immer gut auf der Strecke. Die Saison hat gerade erst begonnen. Was glauben Sie, wie sie für Sie verlaufen wird? Ja, so früh weiß man das nie. Ich habe bereits das beste Team, also wird es super laufen. Ich will den Titel. Warum sollte ich überhaupt fahren, wenn ich ihn nicht wollte? Ja, mit einem so guten Team kann nichts schief gehen. Ja. Es macht den Anschein, als hätten Sie sich in dieser Saison ganz auf Forschung und Entwicklung konzentriert. Ja, natürlich. Unser Team hat die Strapazierfähigkeit. Ja, okay, jetzt geht es hier um die verschiedenen Bereiche. Tja, was machen wir jetzt? Unser Team. Ich würde sagen, unser Team. Wir haben am Triebwerk gearbeitet. Boah, das ist schwer. Soll ich da keinen Kommentar, weil sonst sind die anderen Abteilungen beleidigt. Ich mache mal keinen Kommentar. Danke für den Kommentar. Sonst wirkt sich das vielleicht schlechter auf die anderen Abteilungen aus. Deswegen habe ich da jetzt mal keinen Kommentar gemacht. So, Fahreranerkennung Rang 4. Ich glaube, gegenüber Lando Norris sind wir noch lange nicht da, wo wir eigentlich sein sollten. Und jetzt geht's halt weiter ins nächste Rennen. Ist das Kanada? Ich meine mir gemerkt zu haben, Kanada ist jetzt das nächste Rennen. Ja, auch eine sehr schöne Strecke. Und Gott sei Dank sind alle drei Upgrades erfolgreich abgeschlossen. Wir können mal drauf gucken. Vielleicht sehen wir das ja. Die Turboschrapazierfähigkeit, besseres Material. Und bei der Chases haben wir eine Gewichtsreduktion, Kabelbaum. Ihr seht, wir sind rechts bei den Leistungsvergleichen schon auf dem dritten Platz insgesamt und haben sogar noch einen kleinen grünen Strich. Also theoretisch, ne? Wir sind ja auch ein bisschen nach oben gestiegen. Sind, glaube ich, jetzt dritt- oder viertstärkstes Team. Das ist auch immer nicht so schlecht, Firma. Nee, ich wollte nochmal hier den FE-Baum reingucken. Genau, Upgrades abgeschlossen. Jetzt haben wir Diffusor verfeinerte Strake-Position. Ja, das sind alles so Begriffe, die habe ich vorher noch nie gehört. Deswegen seht mir das bitte nach, wenn ich nicht gleich auf Anhieb weiß, was da gemeint ist. So, was haben wir hier? Wir haben Heizdecken und wir haben die Position des Tanks ein bisschen geupgradet. Wir haben jetzt einen Schleifblock freigeschaltet in der Chases. Beim Antrieb ist etwas vergünstigter. Hier haben wir gar nichts. Was haben wir denn hier? Würde das irgendwas bringen? Was würde das denn hier bringen? Beschreibung ansehen. Motorleistung. Eine verstärkte Kurbelwelle kann höhere Motorlast kompensieren, wodurch die Leistung erhöht werden kann, ohne dass der Verschleiß zunimmt. Das ist 45% günstiger. Nehmen wir. Und dann wären wir in dem Bereich schon mal auf dem zweiten Platz hinter Mercedes. Wie sieht es in den anderen Bereichen aus? Was ist bei Strapazierfähigkeit? Da kann man das gar nicht sehen, oder? Leistungstabelle. Okay, die Leistungstabelle kann ich leider nicht sehen. Schade. Ich hätte das gerne mal in dem Bereich gesehen. Ach so, hier wahrscheinlich. Strapazierfähigkeit. Nee, das ist nur allgemein. Warum kann ich mir das denn jetzt nicht ansehen hier? Empfohlenes Upgrade, Leistungstabelle. Ja, Leistungstabelle gibt es hier nicht. Schade. Naja, aber wir verbessern uns nach und nach und deswegen würde ich sagen, wir starten. Hey, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Okay, mach das. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie dann das nächste Rennen ausgehen wird in Kanada, Circuit Gilles Villeneuve. Ich freue mich auf euch. Macht's gut, bis zum nächsten Rennen. Ciao, ciao.